Wann dünge ich? Also, grundsätzlich kann man sich immer vornehmen, wenn die Uhren umgestellt werden. Und dann ist natürlich immer die Frage zu gucken, wenn ich weiß, was ich für eine Pflanze habe und wenn ich weiß, wo die Pflanze herkommt, ob sie vielleicht viel Nährstoffe braucht oder wenig Nährstoffe, dann weiß ich auch, muss ich jede Woche düngen, muss ich alle 14 Tage düngen. Also das heißt, zum Beispiel Winter gießen ist halt auch ein wichtiges Thema. Gießen im Winter gibt es einige Pflanzen, die man dann gar nicht mehr gießt. Das, was auch wichtig ist, das heißt also, wir müssen unser Gießen auch ein bisschen umstellen. Früher war das so, da hatten wir in der Blumenerde ganz viel Torf. Und der Torf, der hat das Wasser gespeichert. So, und hat Wasser festgehalten und hat das Wasser langsam abgegeben. Und heute sind ganz viele Ersatzstoffe drin, das heißt also jetzt auch Kompost drin und so und andere Ersatzstoffe, die nicht so wasserspeichernd sind wie früher der Torf. Und darum muss man heute ganz einfach öfters, aber weniger gießen.